Und ich habe eine dieser Familien getroffen. Der Vater ist blind und die Familie ist extrem arm. Und die Eltern beschlossen, mit ihrem jüngsten Kind Christina im Irak zu bleiben, auszuharren und um Schutz zu bitten. Der IS kam und er tötete sie nicht, was in jenen Tagen eine Art Wunder war. Aber sie jagten die Eltern über die Grenze nach Kurdistan und nahmen das kleine Mädchen Christina, das gerade mal drei Jahre alt war, mit. Und drei Jahre lang wussten sie nicht, was mit dem Mädchen passiert war. Herzlich willkommen im Open Doors Hoffnungszentrum für verfolgte Christen. Danke, dass du heute wieder zugeschaltet hast. Wir haben heute ein spannendes Thema zusammen mit... George, danke George, dass du da bist. Hallo, gerne. Das Thema, das ich wirklich wichtig finde, ist, wenn wir über Verfolgung sprechen. Verfolgung von Menschen, die einfach nur deshalb bedrängt werden, weil sie an Jesus Christus glauben. Was für, einen, was für eine Wirkung hat das auf unser Gottesbild? Wenn wir sehen, dass Menschen so verfolgt werden, sehen wir plötzlich Gott in einem anderen Licht? Sind wir enttäuscht von Gott? Oder im Gegenteil vielleicht öffnet uns es uns neue Perspektiven. Was ist deine Erfahrung? Als ich im Alter von 24 Jahren zum Glauben kam, hatte ich schon bald darauf meine ersten Begegnungen mit der verfolgten Kirche. Mein Leben als Jünger Jesu entwickelte sich also mit meinen wachsenden Kenntnissen und Einblicken in die verfolgte Kirche. Deshalb ist es für mich manchmal schwer, das zu unterscheiden. Aber wir konnten sehen, und das kann ich auch persönlich bezeugen, dass die Begegnungen mit der verfolgten Kirche und die Realität der verfolgten Kirche auch die Realität Gottes offenbart. Sie offenbart uns das Wort Gottes in gewisser Weise. Und wie du sehen kannst, habe ich für diese Episode meine Bibel mitgebracht. Die verfolgte Kirche zeigt uns eine klare Vorstellung davon, wer Gott ist und was er mit uns vorhat. Was würdest du sagen, öffnet es denn? Also was kann man vorher nicht erkennen, was man plötzlich erkennt? Ich würde sagen, man kann es mit einer Reise in den Nahen Osten vergleichen. Wenn man einmal im Nahen Osten war, zum Beispiel im Heiligen Land, dann fängt man auf einmal an die Bibelverse über die Wüste, über Schatten über die Bedeutung von Wasser und so weiter zu verstehen. Und für mich ist das ein guter Vergleich. Denn wenn man der verfolgten Kirche begegnet, wirft das viele Fragen auf, weil man ihr Leid und die Herausforderungen sieht. Es geschehen Dinge, die man nicht versteht. Und gleichzeitig, wenn man das Wort Gottes aufschlägt und vor allem, wenn die verfolgte Kirche einem dabei hilft, die Bibel zu lesen, dann sieht man, dass der Gott der Bibel genau der Gott ist, den wir heute in der verfolgten Kirche sehen. Und ich habe viel mit verfolgten Christen in der Bibel gelesen. Oder sie haben mich auf Verse hingewiesen. Mhm. Ist es denn, welchen Gott hast du da entdeckt? Ist es ein Gott, der eben doch zulässt, dass wir sehr viel Leid erfahren? Oder ist es was ist es für eine Art von Gott? Er ist vor allem ein Gott, der souverän ist. Ein Gott, der autonom ist. Einer der Mitgründer von Open Doors, Johann Kampagnen, hat immer gesagt, dass es im Himmel keine Panik gibt. Und darum beten wir. Es gibt niemals Panik im Himmel. Und das ist das, was man wirklich beobachten kann. Es gibt wunderschöne Beispiele aus dem Wort Gottes, die sich direkt auf die heutige Realität des Leibes Christi beziehen. Weißt du, woran mich das ein bisschen erinnert, was du sagst, wenn wir lesen am Anfang der Bibel, dass Chaos geherrscht hat über der Erde mhm. und dann der Heilige Geist über den Wassern war und Gott sprach und es wurde? Das kommt auch aus so einer Art Ruhepol heraus. Yes. Ist es das, was du sagen willst? Ja, man könnte sagen, dass Gott die volle Kontrolle hat. Vom Anfang bis zu dem, was die Bibel das Ende nennt. Wörtlich heißt es telos, also die Vollendung. Vom Anfang bis zur Vollendung. Sein Weg ist klar. Seine Hand ist unerschütterlich. Und im Himmel gibt es niemals eine Panik. Hast du eine Bibelstelle, von der du sagen würdest, die hat es dir aufgeschlossen? Ja, ich möchte gerne ein paar Verse aus Matthäus 24 vorlesen. Der Anfang der Geschichte in Matthäus 24 ist sehr interessant. Wir sind bereits am Ende von Jesu Zeit auf der Erde. Und es ist eine Menge passiert. Ich habe ein paar Notizen mitgebracht, weil ich sicher gehen will, dass ich die wichtigsten Punkte hier auch anspreche. Jesus tritt also seine letzte Woche auf Erden an. Und wenn man diese letzte Woche studiert, wird eine Prophezeiung nach der anderen erfüllt. Wir haben jetzt leider keine Zeit dafür, aber es ist wirklich schön, sich damit zu beschäftigen. Er wird also auf einem Esel in die Stadt gebracht und das ist im Grunde das erste Mal, dass er sagt, ich bin der König. Er bestätigt, ich bin der König, ich bin derjenige, auf den ihr gewartet habt, ich bin derjenige, den ihr braucht. Eine Schlüsselstelle, um den Rest von Matthäus 24 zu verstehen, ist, als Jesus die Stadt Jerusalem sieht und anfängt zu weinen. Wenn man die Bibel an dieser Stelle wörtlich nimmt, sagt sie tatsächlich, dass er in Tränen ausbricht. Er weint vor Trauer. Und er sagt, o oh Jerusalem, o oh Jerusalem, wenn du nur verstehen würdest, wie man Frieden erlangt, wenn du ihn einfach annehmen könntest. Das zeigt uns Jesu Herz. Und das ist auch eine typische und wunderschöne Lektion, die wir von der verfolgten Kirche lernen können, dass diese Tränen Jesus nicht lähmen. Wir erstarren oft, wenn wir weinen oder über etwas verärgert sind. Oder wir werden deprimiert und ziehen uns zurück. Aber so reagiert Jesus nicht. Stattdessen handelt er. Seine Tränen werden zu Taten. Und dann geht er in den Tempel, er reinigt ihn und man kann seine Macht und seine Kraft und sein Wirken darin sehen. Die Tränen lähmen Jesus also nicht. Und eine Klarheit auch, ne? eine, eine yeah. absolute Klarheit. Yeah. Ja. ja, das stimmt. Jesus ist also der Sanftmütige, yeah. aber auch der Starke. Er ist so viel von beidem. Er reinigt also den Tempel und dann gehen sie weiter. Und dann heißt es am Anfang von Matthäus 24: Jesus verließ den Tempel und wandte sich zum Gehen. Da kamen seine Jünger und wollten ihm die wunderschöne Architektur des Tempels zeigen. Das ist ein interessantes Detail, denn es war das größte Gebäude der Stadt. Sie waren schon oft dort gewesen und trotzdem sagten sie: Herr, siehst du den Tempel? Und dann drehte sich Jesus zu ihnen um und sagte: Ihr bestaunt das alles, aber ich versichere euch, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Alles wird nur noch ein großer Trümmerhaufen sein. Als Jesus später am Abhang des Ölbergs saß und mit seinen Jüngern allein war, baten sie ihn: Sag uns doch, wann wird das geschehen? Welches Ereignis wird dein Kommen und das Ende der Welt ankündigen? Im Englischen ist es eine wirklich gute Übersetzung. Ich weiß nicht, was in den deutschen Übersetzungen steht, aber bei mir steht das Wort Vollendung. Es ist nicht das Ende, es ist die Vollendung. Wie ist es möglich, dass dieses mächtige Gebäude, und ich weiß nicht, ob du oder die Zuschauer schon mal in Jerusalem waren, aber wenn man sich die Größe der Steine ansieht, aus denen der Tempel gebaut wurde, er ist riesig. Und dann stell dir vor, was Jesus sagt. Ja dass alles zu einem großen Trümmerhaufen wird und die Vollendung der Zeit kommen wird. Es wird zum Ende der Zeiten führen. Und die Jünger baten Jesus, ihnen das zu erklären. Und dann auf dem Ölberg beantwortete Jesus ihre Fragen. Und er sagte, in dieser Zeit wird die Irrlehre überhand nehmen. Lasst euch von keinem Menschen täuschen. Denn viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich behaupten, ich bin der Christus, der von Gott erwählte Retter. Und so werden sie viele in die Irre führen. Ihr werdet von Kriegen hören und davon, dass Kriege drohen. Aber keine Panik. Da haben wir es wieder. Geratet nicht in Panik. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Das muss geschehen. Aber es bedeutet noch nicht das Ende. Es wird sich erst noch entfalten. Jesus sagt also zunächst, dass es falsche Propheten geben wird. Es wird Lügen geben. Es wird Menschen geben, die buchstäblich sagen, ich bin der, den ihr braucht. Und es wird Alternativen zur Realität Christi geben. Lasst euch nicht verwirren. Lasst euch nicht täuschen bleibt bei klarem verstand und geratet nicht in panik, auch wenn ihr von kriegen und revolutionen und weiteren gerüchten hört. das klingt für mich wie eine starke fokussierung, also wie, wie so eine engführung. bleib auf dieser spur. Ne? ja, und das ist etwas, das ich im umgang mit der verfolgten kirche wirklich immer besser zu verstehen begann. jesus beschreibt, dass wir eigentlich dazu neigen, zu hoffen, dass die dinge besser werden dass es besser und einfacher wird. Aber im Grunde sagt Jesus, nein, es wird nicht besser und einfacher werden. Es wird sogar noch schlimmer werden. Doch gleichzeitig gehen wir auf die Vollendung zu. Lasst euch nicht täuschen, lasst euch nicht entmutigen, geratet nicht in Panik. Und so warnt er sie bereitet sie vor und tröstet sie gleichzeitig. Und er benutzt eine sehr interessante Parallele. Denn zuerst sagt er, ein Volk wird gegen das andere kämpfen und ein Königreich das andere angreifen. In vielen Teilen der Welt wird es Erdbeben und Epidemien geben. Epidemien haben wir gerade erlebt. Und es wird Hungersnöte an einem Ort nach dem anderen geben. Aber dann sagt er, so werden die Geburtswehen, die Wehen des neuen Zeitalters beginnen. Er vergleicht also all die Gerüchte und all das Gemetzel und all das, was uns beunruhigt, mit Geburtswehen. Mit anderen Worten sagt er, ja, es wird schlimm sein, es wird sogar noch schlimmer werden, aber es ist der Beginn von neuem Leben. Es gibt also etwas Gutes, das daraus entstehen wird. Und das ist ein sehr interessanter Vergleich. Es gibt also tatsächlich Wehen in der Endzeit, der Zeit, die uns zum Ende führen wird. Das würde aber auch bedeuten, dass eben wie, wie eine Mutter weiß, dieses Baby wird geboren, dieses neue Baby wird geboren, dass wir eigentlich eine viel, viel, viel größere und breitere Sicht von yes. der kommenden Welt haben müssten. Und äh, einfach viel mehr, schau, wir schalten die Nachrichten an, wir haben genau das, was du sagst. Ne? Die Erdbeben, die ja. Kriege, die Epidemien, wir haben all das. Den Hunger im, ja. in immer mehr Ländern. Und äh, so, dass Leute eigentlich immer mehr sagen, ich mag es überhaupt nicht mehr hören, ich mag es nicht mehr anschauen, ich schalte gar nicht mehr den Fernseher an. Aber auf der anderen Seite bräuchten wir dann eigentlich eine Christenheit, die sagt, mhm. weißt du, ich bin so erfüllt von dem, was kommt, mhm. das ist das, was mich treibt. Ist das? I, I, yes. das Bild, ja. ja, ich würde sagen, ja, denn es ist schlimm und es wird noch schlimmer werden. Das ist die Realität. Das ist die Realität. Aber es gibt einen Pastor im Libanon, den wir gut kennen. Und er sagt immer: Wenn ihr die Nachrichten verfolgen wollt, schaut ihr CNN oder ihr lest die New York Times oder was auch immer. Aber wenn ihr Gottes Version der Nachrichten hören wollt, dann sprecht mit uns, der verfolgten Kirche. Das sagt er immer. Okay. Er ist wie Bruder Andrew, er provoziert gerne ein bisschen. Aber ich verstehe, was er meint. Denn er sagt, dass wir mitten in einigen der schlimmsten Wehen unserer Zeit stecken. Und wir sind gerade dabei zu verstehen, dass der Herr uns durch diese Wehen hindurch zum Telos, zur Vollendung führt, zu dem Ziel. Hast du denn ein, ein Beispiel aus der verfolgten Kirche, das du erzählen kannst, das das ein bisschen illustriert? Ja, denn wenn man den Text von Matthäus 24 liest, und dem Gedankengang der Wehen folgt, dann kommt man auf mehrere konkrete Beispiele. Wenn man sich die Gesamtsituation anschaut, gibt es zum Beispiel die Kirche im Irak. Sie ging unter durch die ganze Gewalt, die nach dem Sturz von Saddam Hussein kam, und die Christen verloren ihren Schutz. Eine Kirche mit ursprünglich anderthalb Millionen Christen ist im Irak auf Zehntausende geschrumpft. Von anderthalb Millionen auf Zehntausende in nur ein paar Jahren. Das ist das große Bild. Aber manchmal kann man sich auch das kleinere Bild anschauen. Wie zum Beispiel die irakische Stadt Mosul, die ursprünglich Ninive genannt wurde. Sie war Teil des Gebiets der Ninive-Ebene, die vom IS erobert wurde. Im Jahr 2014 zog der IS von Stadt zu Stadt und Hunderttausende von Christen flohen vor ihnen. Sie flohen nach Kurdistan, auf das irakische Festland und in andere Länder. Aber ein paar Christen flohen nicht. Sie konnten nicht oder sie hatten andere Gründe. Und ich habe eine dieser Familien getroffen. Der Vater ist blind, die Familie ist extrem arm. Und die Eltern beschlossen, mit ihrem jüngsten Kind, Christina, zu bleiben, auszuharren und um Schutz zu bitten. Der IS kam und er tötete sie nicht, was in jenen Tagen eine Art Wunder war. Aber sie jagten die Eltern über die Grenze nach Kurdistan. Und nahmen das kleine Mädchen, Christina, das gerade mal drei Jahre alt war, mit. Und drei Jahre lang wussten sie nicht, was mit dem Mädchen passiert war. Als wir uns mit ihnen trafen, man kann sie auf dem eingeblendeten Bild sehen, hielten sie das Bild ihrer Tochter Christina in den Händen. Es war einer dieser Momente, in denen man auf die verfolgte Kirche trifft und wirklich keine Worte findet. Also lasen wir aus der Offenbarung, in der es heißt, dass Gott sich danach sehnt, bei seinem Volk zu wohnen und dass jede Träne getrocknet werden wird. Aber in Wirklichkeit hat man nichts anderes zu sagen, als sich gegenseitig zuzusprechen, dass der Herr das perfekte Elternteil ist besser als alle irdischen Eltern es je sein könnten. Also müssen wir ihm irgendwie vertrauen. Apropos Wehen, das ist eine große, große Wehe und diese Geschichte ist natürlich nur ein Beispiel von vielen. Und drei Jahre später geschah etwas. Ich möchte an dieser Stelle Matthäus 24 mit der Offenbarung in Verbindung bringen. Denn drei Jahre später, als Ninive bzw. Mossul von der irakischen Armee befreit wurde, fanden sie Christina in einem IS-Haushalt. Sie hatte überlebt und wurde wieder mit ihrer Familie vereint. Das war also die Antwort auf drei Jahre Gebet. Und irgendwie hatte Gott alles unter Kontrolle. Sie hatte natürlich trotzdem ein Trauma und viele weitere Probleme. Ich meine, das Kind hat seine Eltern nicht wiedererkannt, und das alleine spricht schon für sich. Aber irgendwie hatte Gott alles im Griff. In Matthäus 24 sagt Jesus, ihr werdet gefoltert, getötet und in der ganzen Welt gehasst werden, weil ihr euch zu mir bekennt. Viele werden sich vom Glauben abwenden. Hier beginnt er die Christen, also uns, zu warnen. Viele werden einander verraten und hassen. Falsche Propheten werden in großer Zahl auftreten und viele verführen. Und weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, Setzt sich das Böse überall durch. Die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten. Das ist die große Warnung aus Matthäus 24. Die Gefahr sind nicht die Kriege oder die Hungersnot, sondern dass unsere Herzen erkalten. Das ist die Warnung, die Jesus dort ausspricht. Und dann sagt er, haltet bis zum Ende stand, bis zum Telos, zur Vollendung. Denn wer bis zum Ende stand hält, der wird gerettet. Die rettende Botschaft von Gottes Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit allen Völkern die Realität Gottes in unserer Zeit vor Augen geführt wird. Noch vor einer Generation war das nicht der Fall. In jedem Land der Welt gibt es eine einheimische Kirche. Noch vor einer Generation war das nicht der Fall. Und danach, sagt Jesus, wird das Ende dieses Zeitalters kommen. Und dann, wie ich schon sagte, geht es weiter mit dem Buch der Offenbarung. Denn hier kommen die Gedanken ins Rollen. Herr, du hast die volle Kontrolle und du lässt zu, dass all das geschieht und dann bringst du es zur Vollendung. Und du sagst uns, dass wir lieben sollen wie nie zuvor, dass wir ausharren sollen wie nie zuvor und dass wir verkünden sollen wie nie zuvor. Und dann kommt die Vollendung. So beschreibt Karl Barth die Vision des Johannes vom Himmel. Und dann sah der Apostel Johannes einen Thron. Er beschreibt, dass jemand auf dem Thron sitzt. Und Karl Barth, der berühmte Theologe, beschreibt diesen Abschnitt und kommentiert ihn. Er setzt Ausrufezeichen und er ruft auf Deutsch, es wird regiert. Es wird regiert. Also mit anderen Worten, ja, es gibt Wehen, ja, es gibt Verfolgung, ja, es gibt harte Zeiten. Aber gleichzeitig kommt neues Leben und ein Herr, der alles unter Kontrolle hat. Es wird regiert. Und zwar im Leben von Christina und ihren Eltern, im Leben der verfolgten Kirche und auch in unserem Leben. Und das ist so lange der Fall, wie wir einander lieben, unsere Herzen nicht erkalten lassen. Uns nicht täuschen lassen, nicht in Panik geraten, das Evangelium verkünden und Teil der wunderbaren Geschichte sind, die der Name Jesu heute noch schreibt. Herzlichen Dank, George. Das war sehr, sehr bewegend, was du jetzt gerade gesagt hast. Vor allen Dingen eben dieser Satz: Es wird regiert. Und ich freue mich, dass das das Ende dieser Zeit hier zwischen uns ist, denn es, es kann nicht tief genug in unser Herz sinken, dass Gott Regiert. Und ich würde gerne am Ende noch beten und äh, freue mich dann das nächste Mal weiterzuhören, wie Gott regiert hat in der verfolgten Welt. Jesus, wir danken dir so sehr dafür, dass du regierst, dass eine Ruhe ist um deinen Thron, dass eine Sicherheit da ist, von der wir zehren können, in der wir uns bergen können. Und wir wollen es ganz aktiv machen, Herr, ja, dass wir sagen, wir... Erkennen an und wir freuen uns so sehr darüber, dass, dass du regierst, dass du weißt, was du tust. Und wir stellen unsere ganzen Gedanken und Ideen, die wir so haben über alles, was in der Welt geschieht, genau darunter und danken dir, Herr, du regierst. Amen. Dank dir fürs Zuschauen. Dank dir, dass du dabei warst. Man kann noch vieles weiter denken an dieser Stelle und auch Jesus bitten, dass er uns diese Offenbarung schenkt. Er regiert. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen? Werden Sie Open Doors Gebetspartner und erfahren Sie monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen: www.opendoors.de/magazin.